Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind jetzt mit der Säuberung des äußeren Rings so gut wie fertig. Es warten nur noch zwei Orks auf uns und die stehen da vorne. Und die machen wir auch somit gleich platt. Nein, wartet. Zuerst kommt noch das Licht. Katschang. So, ja. Und dann gehen wir auch eine Runde pennen. Hallo, Kuckuck. Komme ich da lebend durch, dass ich sie bei der Ramme quasi besiegen kann? Schauen wir mal. Es dürften nur mehr die beiden Orks sein. Der Rest dürfte, wow, dürfte erledigt sein. Na, kommst du her, jetzt bei Deppen? Ich glaube, das geht. Ja, das geht recht gut. So. Ja, kannst du schreien, wie du willst. Katschanga, Katschanga. Komm, komm, komm. Kack-Org. Komm, Katschang. Alter, dann mal du. Katschang. Katschang. Blocken. Jawohl. Und jetzt du. Halt, warte. Bam. Komm, Katschanga. Und blocken. Und Katschanga. Mach, komm. Katschang. X Katschang. Komm schon, Katschanga. Jawohl. Perfekt. Sehr, sehr gut. Der äußere Ring ist wieder sauber und sicher. Sehr gut. Das heißt, wir dürfen uns schlafen legen. Dann können wir auch mal... Naja, nach dem verschwundenen Paladin suchen. Das können wir... Ja, wenn wir möchten, können wir das jetzt, also heute machen. Ansonsten schauen wir mal bei einem der Drachen vorbei. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Musste Marken Lugluk. So, da, grüß euch. Servus. Ich muss mal schlafen gehen. Na, so. Gute Nacht, ihr Lieben. Bis zum nächsten Morgenpennen. Oh, ach, tut das gut. Jawohl. Frisch gestärkt gehen wir es wieder an. Jo. Ich glaube nicht, dass ich da was erinnere. Ich bilde mir ein, mich noch erinnern zu können, dass der leichteste Drache eigentlich der im Sumpf sein soll. Wow. Eigentlich. Jetzt ist aber auch die Frage, konnte mir einer der Drachenjäger Einhand oder so beibringen, weil... Ich möchte unsere Erfahrungspunkte jetzt endlich einsetzen. Wir kriegen sowieso noch viel mehr Erfahrungspunkte. Also bezüglich Tränke lernen und so, das können wir uns wirklich dann für den Schluss quasi aufbehalten. Das heißt, ich suche mir jetzt mal den Bordstein. Baskorinis, Teleport, Kloster. Warte, was war hier? Pass im Minental. Das müsste so passen. Und alle hopp. Dann. Genau, da sind wir jetzt. La li la, la li la, la la li la. Immer diese unheimliche Musik, ne? Fürchterlich. Ja, hallo Baum. Ja, die Klaue spinnt wieder. So. Ja, jetzt geht's wieder besser. Passt. Hoffentlich sind die Drachenjäger-Typis noch alle hier. Da unten geht mal einer herum. Nope. Die sind weg. Mist. Nur der Beef ist noch da. Wer mir jetzt bringend bei Einhandwaffe tun? Weil du bist nur mein Begleiter. Dich nehme ich mit, wenn es zu den Drachen wirklich geht. Na gut. Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Als nochmal zur Burg zu gehen. Also zu Porten. Ja, das war jetzt ein Schuss in den Ofen, ich weiß. Katschang. Passt. Und dass wir hier einfach jetzt in guter Hoffnung die Quest mit dem Lederbeutel von dem Kerl da erledigen. Wir müssen leider den Drachenjägern die Schuld geben. Es geht vielleicht gar nicht anders. Ich meine aber...
irgendwann sollte man, glaube ich, dahinter kommen, wer ihn gestohlen hat. Wurscht. Ich glaube, der Depp hat ihn selber dorthin gelegt. Ist egal. Hey. Ja, hallo, ne? Ah, schau. Das können wir jetzt schon machen. Einhandkampf lernen. Perfekt. Ich will trainieren. Das belasse ich jetzt so. Ja, ich werde ein bisschen in Einhand investieren. So lang bis 15 kostet. Verbesserter Kampf mit Einhand- und Zweihandwaffen. Perfekt. Das müsste passen. Ich glaube, das reicht schon mal. Wie viel haben wir jetzt verbraucht? Ja, ordentlich. Aber immerhin 54 Werte in der Einhandgeschichte. Ah ja, da fällt mir noch ein. Wir haben ja eine Steintafel bekommen, ne? Oh, eine ist gut. Zwei. Was haben wir hier? Lebensenergie. Liebend gerne. Noch mehr Lebensenergie. Liebend gerne. Jetzt könnte ich streng gesehen dann schon bald... Da wir ja Flaschenpost... Aha, habe ich die übersehen? Ich glaube, da habe ich was übersehen. Upsi. Hoffentlich hatte das jetzt nichts mit den Piraten zu tun. Boah, wir haben da Lederbeutel. Meine Güte. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Blabla, warte. Wichtiger Hinweis, Hütte Sumpf, Fortuno, Rezept. Konstantin, Nachricht, wird hier sein, oder? Haltet an mit den Bergen, nein, das ist nicht richtig. Da, Notiz. William bei sich. Abschiedsbrief, Passierschein, Befehle. Nein. Nein. Okay, das scheint dann nichts Wichtiges. Logbuch von Greg. Ist das auch normal? Ah ja, das waren wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Wird schon passen. Okay. So. Planlos wie immer, ich weiß. Das ist mein Spezialgebiet. Wow. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf in den Sumpf. Da wir ja schon so super im Orkschnetzeln sind, werden wir mit den Echsenmenschen, die wir gleich begegnen werden, eigentlich keine großen Probleme haben. Schrägstrich sollten. Ja, jetzt müssen wir halt leider ein bisschen weit hatschen und ich würde auch liebend gern da oben die Snapper wegklatschen, weil die ebenfalls noch Erfahrungspunkte bringen. Und da ich ja ab heute wieder 20 Minuten Parts mache, muss ich schauen, dass ich die Zeit wieder gut nutze. Na, jetzt hatte ich schon mit einem Instant-Klatsch gehofft, ne? Vor allem muss ich Gas geben, nicht, dass sich da wieder was aufhängt, ne? Sehr schön. Hier mit den Klauen, Zähnen und so weiter. Da oben sind noch welche. Hallo, ihr Trotteln. Komm her, saufig. Batsch. Na komm, wir sterben. Mach, dass du sterben tust. Jawohl. Perfekt. So, schön ausgelootet. Das war's dann mal. Und irgendwo in der Richtung, glaube ich, liegt unser Baladin, unser Verstorbener. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen in die Richtung da drüben laufen oder so. Oder der, irgendwie so. Wurscht. Wir gehen in den Sumpf. Wobei, andererseits, könnten wir den Paladin noch vorher suchen, um noch ein paar Erfahrungspunkte uns quasi anzueignen. Ist vielleicht sogar schlauer. Ja, ich habe Hochachtung vor den Drachen. Ich lüge euch diesbezüglich auch gar nicht an. Ich sag's wirklich offen und ehrlich, ich habe Hochachtung vor diesen Bestien. Vor allem vom letzten, vom Eisdrachen. Der, der hat mir im Zweierteil schon Kopfschmerzen bereitet. Ich glaube, das ist ein... Ah, das sind Varg. Okay, jetzt hatte ich schon Angst, dass das Drachensnapper sind, aber es ist nur ein Varg. Also zwei halt. Die putzen wir gleich weg. Komm her. Knurli, Knurli, Knurli. Ja, welch hübsche Zähnchen du doch hast. Komm her, du Saufig. Jetzt hätte ich schon mit einem bisschen Bläuen gerechnet, ehrlich gesagt. Na, den anderen, ne?
Ja, besser jetzt als gar nicht. Okay, ist okay. Passt. Schön looten. Boah, Bosper wird sich sowas von freuen, ne? Der wird sich über unsere nächste Lieferung, glaube ich, weiß ich nicht was, wegfreuen. Flotter freuen. Ja, genau. So, das tun wir weg. Wir haben Geld auch ohne Ende. Ohne Ende Geld. Warte mal kurz. Wie viel Lebenspunkte haben wir denn? Wo ist denn das jetzt noch schnell? Steht das hier? Da, 552. Bitte, das hört sich doch super an, oder? Was haben wir hier noch? Schutz vor Waffen, genau. Es wird hier, glaube ich, eh nicht besser, ne? Aber wenn wir jetzt die zwei Ringe da wegtun, zumindest einen, und ich den mit Waffen, Schutz vor Waffen dafür nehme, zum Beispiel, das müsste doch super sein. Wartet, machen wir einen so. Mana-Bonus, besser wird es, glaube ich, nicht, ne? Schutz vor Waffen hätten wir nochmal. Haben wir da nicht noch irgendwas mit... Was haben wir da noch? Oh, der war auch nicht schlecht. Aber der bietet nicht Schutz vor Waffen, der hat nur Lebensenergie. Nee, das muss so passen. Probieren wir es mal. Ich probiere es mal aus. Ich sollte auch was trinken, merke ich gerade. Oder was essen, irgendwas halt. Nehmen wir einen Eintopf. Ja, Bröstelchen. Käse. So. Da auch zwei. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Da, 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 da. Na komm, das kostet alles Zeit. Passt. So. Ach ja, da fällt mir ein, in der Burg gibt es auch dann noch eine Quest, ne? Mit Abend und so. Wo wir einem ausgehungerten Paladin-Wächter vorm Gefängnis... Drei. Wie rennen die denn komisch, bitte? Ich bleib mal hier oben, vielleicht hilft das was. Die sind betrunken, glaube ich. Liegt da ein Schattenläufer? Hallo Orki! Katschanga, Katschanga. Alter. Du Kack-Ork. Okay, da kommen sie, alle beide. Das war jetzt wieder so klar, ne? Das war wieder klar, ne? Wie soll es denn auch anders sein? Boah, ey. Ich gehe dann auch gleich pennen. Ja, Klappe zu, komm her. Die zwei Deppen haben den Schattenläufer umgehauen, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich fürchte, Schutz vor Waffen plus 5 scheint sich nicht das zu bringen, was ich mir erhofft habe. Ich glaube, das ist echt besser, wenn ich noch wieder weiterhin auf Leben tue, ne? Wow. Na komm her, Arschkopf. Alter. Katschanga, komm. Jawohl. Na, stirb. Geht ja. So, dann gehen wir gleich schlafen wieder, wenn ich eh schon da bin. Ist das wieder... Naja, nervig, was soll man machen? Aber gehen wir den Paladin suchen. Das sind nochmal ein Haufen geschenkte Erfahrungspunkte. Ich weiß, das ist nicht sonderlich spannend, aber ja, es gehört zu Gothic 2 dazu. Vor allem im Nacht des Rahmen braucht man es. Es geht nicht anders, die Drachen sind wirklich heftig. Also ich habe sie halt heftigst in Erinnerung. Und ich war im Endeffekt sehr froh, dass ich so viele Orks klatschen durfte. Von mir so. Keiner was. Wobei, ich könnte noch schnell Fleisch braten. Warte mal, machen wir noch eine Quest zu Ende, nämlich nächsten Abend schlafen. So, dann gehen wir schnell ein bisschen Fleisch braten. Wo war denn hier eigentlich küchenmäßig? Gab es da überhaupt was zum Braten? Das ist nämlich auch so eine Frage.
Weil der Wächter da unten, ne? Mitternacht und so, sollten wir uns dann mit ihm treffen. Ja, ja, da ist ein Herd. Gott sei Dank ist da ein Herd. So, mach mal ein paar. So. So, ja. Katschang. Katschang. Da, 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 da. Da, 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 da. 12.000 Jahre später. Ja, ja. Bam, ba, bam. Bam, ba, bam. Bam, ba, bam. Bam, ba, bam. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht wirklich. So, ist er schon unterwegs? Nein. Dann gehen wir bis Mitternacht pennen. Vielleicht hilft das was. Dass du das nicht gewusst hast. So. Schlafen bis Mitternacht. Jetzt wird er wohl hoffentlich im Feuertempel im ehemaligen da auf uns warten tun. Oder er steht eh schon da. Nein. Er müsste nochmal da drinnen. Da ja. Bist du ja. Servus. Also was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Sure. Wir können ihm Wurst geben. Ein Stück Wurst? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ja. Wie wär's mit Käse? Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ja. Wie wär's mit einem Schinken? Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ja, wie wär's mit Fleisch? Ein Stück Fleisch? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Alter, ist der verhungert? Ja, dann von mir aus noch eine Wurst. Ein Stück Wurst? Ja, mehr. Ja, ja, es ist schon gut Käse. Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Ja, mehr. Alter, was ist mit ihm? Schinken noch einer? Ich kann dir diesen Schinken geben. Ja, mehr. Ist ja nicht dein Ernst, oder? Fleisch? Ein Stück Fleisch? Ja, mehr. Ich hab dir schon 8 Sachen gegeben. Dann kriegst du noch ein Fleisch? Ein Stück Fleisch? Wow, das fertig. Reicht, das reicht. Sehr gut. Damit komme ich erstmal über die Runden. Ja, das glaube ich auch. Hier hast du mein Gold. Hier draußen kann ich eh nichts dafür kaufen. Also kannst du es auch genauso gut haben. Ich gehe dann besser, bevor man uns sieht. Jo, danke. Und guten Appetit. Ja. Gut. Also dann nochmal Tag machen. Haben wir die Quest auch erledigt. Ich speichere sie jetzt aber gleich wieder. Ja, ne? Und so. Unfassbar, sowas Verfressenes ist ja unglaublich. So, passt. Gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgenpen. Ja, so. Geschnurrt, gestriegelt. Geht's weiter zum Orkschlachten. Ich weiß, es ist langweilig. Er kann es auch nicht glauben. Aber wie gesagt, das gehört halt alles dazu. Tadam, tadam. Wer nicht bereit ist, Orks zu klatschen, der ist leider Gottes bei Gotik fehl am Platze. Freilich wären auch andere Vieh. Wah! Jetzt habe ich mich gedreht. Wow, ich bin nicht gestorben, auch nicht verletzt worden. Schön. Ich weiß, man kann bei Gotik durchaus andere Viecher klatschen, aber die Orks geben halt sau viele Erfahrungspunkte. Und diese Erfahrungspunkte, die brauchen wir, um ein großer, starker Mann zu werden. Alter, da liegt schon wieder. Klaue, ich weiß, dich dürstet es nach Orkblut. Du kriegst gleich welches, also spinn nicht rum. Ja, reiß dich zusammen. So, da vorne ist nämlich gleich wieder einer. Also mindestens einer. Ich habe ihn nämlich vorher schon gesehen, als die zwei Hampelmänner uns angegriffen haben. Orki! Der Schattenläufer ist weg. Hoffentlich hat er kein Fell für uns. Ist da vorne Elite? Oder ist das ein Wag? Dürfte ein Wag sein, aber der Ork hat einen Schaden. Schaden, Ork. Kommst du her? Na endlich. Boah, das sind viele Wag. Nochmal überall 300 Erfahrungspunkte. Ich glaube, der Schattenläufer liegt jetzt da hinten. Schade. Schade um den Schattenläufer. Wirklich wahr. Das wären 300 Erfahrungspunkte wieder gewesen für uns. Naja. Tada.
Daran war aufs Urli Glubschi. Ja, der Part ist auch zu Ende. Hurra! Aber dafür klatscht man noch den einen Wag um. Oder die zwei halt. Komm her, sauf ich. Oh, da kommt wer. Oh. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Großartig. Das ist hervorragend gelaufen. Kann man gar nicht anders sagen. Komm her, du. Zwei waren sogar. Komm, wir sterben. Komm, jawohl, der erste ist hin. Und der zweite auch gleich. Katschanga, jawohl. Alter, ich schaue schon wieder aus. Ja. Gut, mit diesen beiden Warg werden wir den Part beenden. Ich gehe wieder pennen, damit wir morgen wieder frisch geschneuzt und gestriegelt die nächsten Orks klatschen können. Und hoffentlich finden wir, wie hieß der Parsival, glaube ich, ne? Dieser Kerl oder so. Also dieser Paladin, der die Armbrust da, naja, nicht Parsival, Sengard, so irgendwie. Der seine Armbrust da runtergeschmissen hat und mit dem ein Ork abgehauen ist und der wahrscheinlich jetzt auch tot ist. Also der Ork wahrscheinlich und Parsival, sag ich schon wieder, Sengard. So. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Bye, bye.